völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Herzlich willkommen zurück zu FIFA 23. Ich muss auch kurz den Ton umstellen, davor die Kopfhörer. Live bei so. EA Sports. Liebe Fußballfreunde, ja. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Spiel. Es ist leider ein ziemlich verrücktes Spiel. Doch. Es ist ein nasser Tag. Ihre Kommentatoren heißen heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Darmstadt 98 gegen Hannover 96. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Ich dachte, er geht rein. Setz diesen Ball knapp daneben. Albrecht. Albrecht. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Ja, nein. War zu früh. Ja, sie können erstmal klären. Dann kommt Kleindienst auf Teuchert. Ach, schade. Das macht er sehr gut. Runtergezogen bekommen. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Den Fernschuss nimmt er sich. War aber wohl doch zu groß, die Entfernung. Ein unglaubliches Tor. Hä? Was für ein Hammer. Was für ein Traumtor. Ja, den hätte er halten können, auf jeden Fall. Also, dass der Ball von da reingeht, damit konnte man nicht wirklich rechnen. Ein Wahnsinns-Distanzschuss. Guck dir das an, Alter. Den hätte er halten können. In meinen Augen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Dann steht. 98. Alarm im Darm. Echte Gefahr kommt da nicht auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Natürlich eine gute Gelegenheit jetzt. Solche Chancen sollten sie nutzen. Die Ecke kommt rein. Jetzt hat er den Ball. Ich hoffe, Teuchert verletzt sich diesmal nicht in dieser Saison. Kommt da wirklich gut durch. Und dann ist der Ball doch weg. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Ja. Boah, das ist nicht gut. Frag dich. Oh, sehr vorne war reingekundert, Alter. Ja, aber der Nase ist immer noch verstopft. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Oh, Heckfahrt. Vorne der Ball gewinnen. Oh, Mann, viel Pech. Richtig getroffen, Alter. Schade. Linienschwalbe. Linienschwalbe. Chance auf den Ausgleich. Oder der Ball zappelt im Netz. Sie sind Dienst. Zurück in diesem Spiel. Ja. Wunderbar. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Luca Toni. Und Sieger. Ach ja. Darmstadt ist für mich gefühlt der schwierigste Gegner. Ball läuft gut. Das ist die Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Schade, Alter. Gut durchgepumpt und dann leider nicht getroffen. Die Ecke kommt.
Der geht rein, Digga. Was für ein Tor! Wunderbarer Fallrückzieher, das ist natürlich technisch perfekt! Ja, mein Glück als Verstand, Alter. Ah, das ist eine super Technik und die Körperbeherrschung. Ein Traum, super Tor. Ah, ja, man kann auch ein bisschen Glück haben. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Schiedsrichterin gibt Vorteil. Und das ist auch aber genau so die richtige Entscheidung. Da haben sie die Chance. Oder schießen. Oh. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Elfmeter. Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Ja. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Er bekommt Hilfe. So. Ja, vielversprechender Steilpass, schöner hoher Ball. Und ja, jetzt gibt's eine Ecke. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Komm. Ecke in den Strafraum. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Ah, oh, da geht er vorbei. Komm. So, jetzt sind wir auf jeden Fall drin im Spiel. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen, aber vorher natürlich Riesenparade. Die würde ich mir gerne nochmal anschauen. Die war unfassbar. Ja, mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Das könnte eine Gelegenheit werden. Aus großer Distanz. Ich glaube, das wird nichts. So, weiter Abschlag auf Kleindienst. Gewinnt das Kopfball da? Oh, der gewinnt den Zweikampf. Durchsetzen. Jetzt der Steilpass. Sehr schöne Grätsche. Da steht die Abwehr sicher. Äußern hat sich noch keine erste Spiel von sich, wo ich nicht überzeugt war, wo ich dachte so, oh Bruder, was habe ich da gekauft? In echt zurückgekämpft. Er spielt den Steilpass. Da ey, den was war das denn, Digga? Aus dem Angriff wird also gegen nichts. Posten. Klasse der Zuspiel. Sehr die Chance gute lebt noch. Gesammelt. Ganz frei, sehr aber schön. Das war stark gemacht. Toni wird auch wieder besser. Wichtig, so, das wäre ja das Tor gewesen, eine Riesenparade. Ich hätte meine Ausdauer. Da kommt die Ecke. Hab ich schon vergessen. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Pass bleibt hängen. Die Chance hier. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Jetzt können sie ihn auch legen. Die Spieler sind jetzt schon tot, Alter, weil ich vergesse doch, dass ich hier diesen Ausdauerback habe. Die Ecke kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Da haben sie die Chance. Jetzt kann er Lürs, Alter. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Digga, was war's? Ja, wer holt sich den Ball? So, Pause in dieser Pause. Partie. Nach Durchgang 1 liegt. Ja. Früh in Rückstand geraten, aber dann stark zurückgekämpft. Und mit 2:1 in Führung in die Pause gegangen. Jetzt kurz mal die Aufstellung umstellen. Eckford macht gutes Spiel, Kleindienst auch. Bijuchkov lässt doch. Bijuchkov sagen. Wo ist Teuchert? Ja, da. Teuchert lässt doch so ein bisschen auf sich warten. Aber es wird. So. IV. IV, LAV, LV, Ballbrecht, so weit wie möglich zurück. Die Jungskopf hier hin.
rechter Mittelfeld, Rexford hier hin. Ja. Gut, dass ich kein Verteidiger bitte. Ah doch, da zwei Stück. Warte. Berufskauf. Auf links. Und dann kommt Martins rein. Falls ihr euch fragt, warum ich den geholt habe. Ja, alt, aber er war frei und der hat noch einen Marktwert von 10 Millionen. Der Ball rollt, auch die zweite Hälfte läuft. Kann, zur Winterpause. So ein Plusgeschäft ist hier. Da lassen sie den Ball gut laufen. Er schießt. Der Schufskopf macht sein erstes Tor. Und das war nicht schlecht, Alter. Das war wunderschön. So wünsche ich mir das. Tolles Tor, kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Wucht. Ja, echt schön, Alter. Da kommen auch gut ins Eck. Das Ding ist nicht zu parieren. Das kannst du nicht halten. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Holland. So. Sie bringen den Ball abseits vor uns, aber okay, zählen diesmal sei es natürlich nicht. Das war abseits, da brauchen wir keine Zeitlupe. Doli, da war beschwert deine sich auch niemand, ist eine musst, klare Sache. Trotzdem halten, auch wenn es abseits ist. Ball ist erstmal weg. Frank Ronstadt. Völlig. Warte mal kurz. Ach ja. Warte, ich glaube, ich bringe noch zwei. Hier bringe ich MB auf jeden Fall. Ja. Egal, Bischofskopf, jetzt muss er einmal. Ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Und jetzt dieser boah, tolle Steilpass. Junge, da passt da kommt göttlich. Der Steilpass. Gute Aktion. Oh von mein der Gott, ich war fast eingekommen. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Ecke kommt in die Mitte. Sie bekommen den Ball nicht weg. War am Ende dann doch nicht entschlossen Paul genug. Wie bewertet die Schiedsrichterin jetzt Bayer kommt noch Steles Position. In puncto Ballbesitz ist Hannover 96 die bestimmende Mannschaft. Und sie wirken sehr zielstrebig. Kommen gut vors Tor, kommen gefährlich vors Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Auch jetzt haben sie wieder den Ball. Oh, schade, Alter. Schade. Oh, ein Haar, der Doppelpack, aber schön gehalten. Ja, das war natürlich wichtig. Ist ein echter Rückhalt dieser Mannschaft. Schade. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Der Ballverlust. Ja, Hernandez ist schnell, ich habe auch überlegt, mir den mal zu kaufen, aber der ist auch schon ein bisschen älter. Schade. Stehle ein bisschen mit der Hinten rein auf jeden Fall. Sehr schön. Ball recht. Gut recht. Boah, da kommt an. Ehrlich. Ball erstmal abgegeben. Das ist auch nicht täuscht als ein Spiel. Ach, schade. War eine nice Idee. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Abseits. Ja, abseits. Schade. Das hätten sie anders lösen können. Schade, ich wollte gerade schon abschließen. Vorne steht jemand im Abseits, dann so musst du nächste warten mit dem Pass. Aus. Das werden sie auch so analysieren, das war keine gute Aktion. So. Melem. Gute Chance. Das war kein Abseits. Gute Chance, aber vereitelt. Okay. Macht er ganz sicher. Kein Elfmeter, die müsste ich rumschreien.
wie Bobolo oder Bayer? Bobolo. Enttäuschert für Bayer. Und jetzt die Ecke. Ach, ja. Er zieht all seine Wechseloptionen auf einmal. Das sieht man auch nur sehr selten. Ja, das muss sie entschlossener machen. Zimmermann. Schön zugemacht. Sehr schön, Olsen. Nochmal sehr schön. Eigentlich auch einer für die erste Mannschaft. Wirkt im Moment sehr gefährlich, was sie da machen. Da ist er zur Stelle. Ey, der steht gerade so perfekt die ganze Zeit. Guter Vorstoß da jetzt. Sehr schön, die Grätsche. Jetzt gibt's einen Einwurf. Hat er nicht bekommen. Oh, okay. Dann krieg ich das. Ist das der Anschlusstreffer? Kein Tor, der Torhüter ist da. Und nun Mertens. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Jetzt eine Chance. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? An sich gar nicht so schlecht verteidigt, aber... Da ist alles drin. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir diese kurze Schalte auf den anderen Platz leider unterbrechen mussten. Bayern München hat also getroffen. Sie erhöhen auf 2:0. Dries Mertens! Gar keine Gefahr hier in der Situation. Bevor er hier was Sachen noch verwechseln würde, Alter. Abseits. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Klein die zum zweiten Mal heute im Abseits. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Okay, wo legst du den hin? So, weg ist der Ball. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Ausgleich. Jetzt können sie es entscheiden. Ach, nicht das Tor. Unglaublich. Weiter hoffen sie hier, dass sie an diesem knappen Rückstand doch noch was drehen können, denn er ist wieder da, macht wieder zu, vereitelt die Chance. Ganz starke Szene. Und wieder sehen sie sich einem Angriff gegenüber. Vielleicht kommt gleich die nächste Chance hinterher. So sollte der Pass nicht kommen. Der Stürmer ist auf jeden Fall neuer. Noch mal richtig Gas geben. Bei Darmstadt. Ja, hört sich zumindest... Jetzt aber erstmal Hallo, Vorsicht. Was war das denn, Digga? Sucht natürlich jetzt die Lücke. Jetzt können sie den Ball rausbringen. Aris, sie waren schon ganz nah dran am Sieg, Buschi, aber diese Szene könnte das Spiel mal zum Kippen bringen. Die Riesenchance auf den Ausgleich mit dem Elfer. Es gibt Strafstoß. Und die gelbe Karte. Er rennt auf mich zu, bleibt bei mir hängen. Ich kassiere die Elfmeter, Digga. Das kann der Ausgleich werden. Er macht den Elfer. So lächerlich, Alter. Der Fußball und seine Geschichten, sie waren schon weg, das Ding war durch, aber sie kämpfen sich zurück und schaffen hier den Ausgleich. Ja, unnötig sei das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance, damit könnten sie gewinnen. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. In den freien Raum. So, das war's. Es bleibt hier beim Unentschieden. Sie wollen sein, Alter. Als dieses Remis in der Liga. Sah lange ich gut aus, das aber dann kommt dieser Spiel. Und jetzt dieser tolle Stein. Wegen so einem verpissten Elfmeter, Alter. Das kann nicht wahr sein. Egal, ich danke euch trotzdem fürs Reinkommen, anschauen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo. Abo wäre schön, dass wir die 20 Folge kommen. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Black Boots.